Hallo zusammen. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich ein Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug besitze. Was mir da bisher immer noch gefehlt hat, war eine Möglichkeit, quasi Durchsagen zu machen. Weil man kennt es sicherlich, diese schönen Aussagen von wegen: Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr, bitte machen Sie den Weg frei. Dafür wurden entsprechende Druckkammerlautsprecher verwendet, so wie dieser hier. Bisher hatte ich nicht das Glück, einen zu bekommen, weil die Teile irgendwie selten geworden sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die stellenweise sauteuer. Ich hatte jetzt das Glück, für 1 € bei eBay einen zu ersteigern. Und ich dachte mir, bevor ich das Ding anbringe, gucke ich da doch mal rein. Wie ist denn sowas aufgebaut? Und vor allen Dingen, ist das Teil wasserdicht? Kann ich es überhaupt außen anbringen? Mal gucken. Es handelt sich hierbei um einen Komp-Lautsprecher, Modell IM72, sagt mir jetzt so überhaupt nichts. Auf jeden Fall verwenden sie hier, was ich irgendwie ganz witzig finde, ein ziemlich mickriges, dünnes Käbelchen, was irgendwie so von der Optik her mich ganz stark an ein ganz normales Netzkabel erinnert. Allerdings muss man schon sagen, mit den entsprechenden Kabelfarben Rot und Schwarz für einen Lautsprecher. Frag mich, wo man sowas herkriegt. Aber man sieht auch, es ist recht kurz. Mir persönlich zu kurz und zu alt und starr. Da möchte ich was anderes dran machen, was ich bei der Gelegenheit auch direkt mal tun werde. Gut. Von innen, ja, sieht das bisher nicht so spannend aus. Mal reingucken, vielleicht wird es noch interessanter. Dafür schrauben wir erstmal an beiden Seiten die Schräubchen von dem Halter ab. Und den Halter an sich nehmen wir dann auch bei der Gelegenheit direkt mal weg. So. Und schon müsste der Dom hier innen auch los sein. Genau. Man sieht hier innen drin, die Schrauben sich bewegen. Gucken, ob ich die da irgendwie rauskriege. Oder ob man die kippen kann. Könnte ein bisschen Fummelei werden, aber es tut sich was. Jawohl, Nummer 1 ist raus und dann kommt Nummer 2 doch jetzt bestimmt auch mir entgegen. Zack, da haben wir es schon. Einmal hier gegen gedrückt. Und da ist der eigentliche Lautsprecher auch schon raus. Weil diese ganze Geschichte hier, dieser Trichter, ist im Endeffekt nichts weiter als so eine Art Megafon. Kennt man ja auch, man spricht rein, es kommt laut raus. So, den ganzen Kram erstmal beiseite. Ja, und das ist der eigentliche Lautsprecher hier. Wir haben hier einen Permanentmagneten hinten dran. Und hier geht das Kabel rein mit einer sehr primitiven Zugentlastung, einfach nur einen Knoten. Schrauben wir doch mal auf. Mal gucken, wie das unter der Abdeckung aussieht. So. Ganz, ganz weiche Schrauben. Könnte schwer werden, das zu öffnen. Ah, ne, die geht gut. Die erste habe ich direkt schon rund gedreht. Das sieht aber auch aus, als wäre da schon mal jemand dran gewesen. Zumindest sind hier schon ziemliche Abnutzungserscheinungen an den Schrauben zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, man sieht, die Schraubenköpfe sind schon ziemlich vernudelt. Hoffen wir mal, dass ich den letzten rauskriege.
er bewegt sich. Ach, super, er bewegt sich 3 mm und dann war es das schon wieder. Wirst du wohl. Das gibt wohl nichts mehr. Dann, wie kriege ich das jetzt wohl am besten da raus? So kommen wir der Sache näher, allerdings wird das jetzt wahrscheinlich Jahre dauern. Jawohl, verloren. Oh, interessant. Das ist interessant. Wir haben ja also im Prinzip noch einen Trichter drin. Dann kommt dieser Trichter da drauf. Und dann der große Trichter. Das heißt, wir haben im Prinzip eine dreifache Schallumlenkung. Der Schall stößt hier gegen, auf der Innenseite hiervon, wird umgelenkt, stößt hier quasi auf die Innenseite von dem großen Trichter und wird dadurch, durch diese Umlenkung erfährt er wahrscheinlich eine Verstärkung. Faszinierendes Prinzip. Das innere Röhrchen ist Kunststoff. Ist eingeklebt, wie man hier sehen kann am Rand. Also ich würde mal sagen, das an sich dürfte soweit tatsächlich dicht sein. Hier innen drinne allerdings eher weniger. Aber ich würde vermuten, wenn ich hier eine Naht aus Silikon drauf mache. Oh, hier sind ja noch Schrauben. Oh, da sind noch Schrauben. Haha, wir können es noch weiter zerlegen. Alles für die Wissenschaft. Machen wir nebenbei mal den Lötkolben an. Damit wir hier auch gleich ein neues Kabel dran kriegen. Und entfernen dieses alte mal. Weg. So, wir wollten da reingucken. In der Hoffnung, dass ich den Lautsprecher dabei jetzt nicht zerstöre, indem ich beispielsweise die Zentrierung kaputt mache oder sowas, wovon ich ja fast ausgehe. Aber naja. Es soll kein Hi-Fi werden, es soll einfach nur meine wunderschöne Stimme in laut irgendwelchen Leuten ins Ohr quäken lassen. Und dafür sollte das da funktionieren. Es rappelt und. Ah! Tatsächlich! Hier ist der eigentliche Magnet, dieses Teil. Aber geschirmt, interessant. Das ist ein geschirmter Magnet, das zieht die Schrauben nicht an. Innenseite ist natürlich magnetisch. Und hier ist die eigentliche Schwingspule. Mit einer. Ist das eine Dichtung aus Pappe? Es könnte tatsächlich eine Pappdichtung sein. Und hier sieht man die Schwingspule mit einem eigentlich erstaunlich dicken Draht. Ich hätte jetzt was viel dünneres erwartet. Ich halte das mal hoch. Hier sieht man es. Es ist ein relativ dicker Draht an dieser ganzen Geschichte. Die beiden Anschlüsse sieht man dort. Polarität ist hierbei übrigens egal. Wir haben hier nur Mono. Also vollkommen Wumpe, wo man was hinterher anlötet. Interessant finde ich auch die Membran. Die scheint aus irgendeinem hartpapierähnlichen Material zu sein. Faszinierend. Hier drauf sehe ich ein paar kleine Metallsplitter, die entferne ich bei der Gelegenheit direkt mal. Das schadet sicherlich nicht, weil Magnet und Metall und so, das ist nicht so das Wahre, verständlicherweise. Gut, und dann stecken wir das doch direkt mal wieder zusammen. Möglichst vorsichtig. Achso. Dichtung nicht vergessen oder was immer das sein soll.
So, dann diese Geschichte hier vorsichtig wieder drauf. So, ich glaube, ich habe es jetzt drauf wieder. Das werde ich einmal prüfen, indem ich von innen vorsichtig gegen die Membran drücke. Und gucke, ob sie sich bewegen lässt. Ja, sie schwingt. Die Frage, schwingt sie auch frei? Ich höre kein Kratzen. Sie fühlt sich eigentlich gut an. Das sollte funktioniert haben. Machen wir das wieder da rein. So. Bei der Gelegenheit stecken wir gleich mal den Heißkleber ein. Wobei, ich glaube, ich nutze lieber Silikon zum Abdichten. Habe ich überhaupt noch Silikon? Das gucken wir mal. Natürlich habe ich kein Silikon. Also nehmen wir Heißleim. Das kriegt immerhin alles dicht. Wenn man anständig und schnell damit arbeitet, funktioniert das auch zuverlässig. So, derweil ist das warm geworden. Mit der falschen Lötspitze dran, wundervoll. Dann löten wir das mal ab. Und machen neuen Draht dran. So, verwenden werde ich dafür ganz stinknormale Stromleitungen. Wie gesagt, das muss keine HiFi-Zwecke genügen. Aber selbst zu HiFi-Zwecken habe ich genau das gleiche Kabel verwendet in meiner Anlage. Funktioniert wunderbar. Ist stabil, sieht gut aus. Was will man mehr? Vor allen Dingen hat das Zeug eine PVC-Isolierung und ist deswegen relativ witterungsbeständig, denke ich mal. Ah, nebenbei sieht man, dass ich die Heißklebepistole schon voller Begeisterung über meinen Tisch ergießt. Die hochwertige No-Name-Klebepistole. Aber, naja, Heißkleber warm machen ist jetzt auch nicht so sonderlich kompliziert. Den Draht schön verzinnen. Abknipsen. Da ist der. Dann machen wir das doch so rum. Nutzen die gleiche hochwertige Methode der Zugentlastung, wie es hier gemacht wurde. Das sieht entlastet aus. So. Dann machen wir das doch einmal hier ran. Nehmen wir das da drunter her. Nochmal etwas neues Zinn daran an die ganze Chose. Diesem alten Zeug traue ich nie so wirklich. So. Und ein
einmal auf der anderen Seite. Machen wir auch nochmal ein neues Ziehen ran. Das festmachen, möglichst ohne dabei das gesamte Interieur mit dem Lötkolben zu verkohlen, weil das Kabel nicht da bleiben will, wo man es haben will. Und auch das ist fest. Und dann sichern wir das Ganze erstmal mit einer ordentlichen Portion allerfeinsten Heißleims. Genauso wie die Schrauben einmal damit zugekleistert werden, einfach um sicher zu gehen, dass da nicht doch irgendwie Feuchtigkeit drunter laufen kann. Heißleim hat ja auch den Vorteil, dass man ihn wunderbar wieder entfernen kann, wenn man ihn dann doch nicht mehr braucht. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht mal so abgeneigt davon, das Zeug zu benutzen, auch wenn viele mal sagen, oh nein, bloß kein Heißkleber. Das Zeug taugt nichts. Ich finde, es taugt nur dann nichts, wenn man zu blöd ist, es zu benutzen. Wenn man nämlich hingeht und den Kleber sofort benutzt, nachdem man die Pistole quasi angeschaltet hat und die ersten Tropfen rauskommen, ja, dann ist klar, dass das Zeug nicht anständig funktioniert. Dann ist es ja auch noch nicht heiß genug. So. Dann nutzen wir die Gelegenheit doch mal und machen hier auch noch mal eine kleine Spur vom Klebstoff außenrum, um diesen Trichter alles einmal ordentlich zurotzen. Wird ja nicht umsonst in einigen Teilen dieser Erde Hot Snot, also heiße Rotze genannt. So, das haben wir zugekleistert. Kommt das Näschen wieder drauf. Der ist schon trocken, wunderbar. Da würde ich jetzt gerne neue Schrauben für verwenden. Das sind ganz normale M3-Gewindeschrauben. Das lässt sich sicherlich finden. Das ist Grobgewinde. Ah, M3. Haben wir doch alles da. In ausreichender Menge. Dann eine großzügige Portion Kabel abschneiden. So, nachdem wir jetzt eine großzügige Portion Kabel abgeschnitten haben, füge ich das wieder hier durch und werde prompt von Kabel angegriffen. Himmel hilf! Gütiger. Passt das da durch? So. Nach dieser leichten Attacke können wir gucken, ob wir das dann noch durchgewirkt bekommen. Das sieht nicht so aus. Deswegen werde ich wahrscheinlich... Ja, ich werde bei der Gelegenheit direkt eine wasserdichte Verschraubung hier anbauen. Komischen Gumminippel da raus. Eine Verschraubung holen wir mal. So, wasserdichte Verschraubung ist da. Die Dinger sehen so aus. Funktionieren im Prinzip ganz simpel. An dieser Stelle hier kommt das Gehäuse dazwischen. Es wird dann einfach nur verschraubt. Das Kabel kommt durch.
Hier innen drin ist eine Gummidichtung. Und man sieht, hier ist ein Spannbacken. Die drücken zusammen, wenn man das aufschraubt, weil dieses Deckelchen hat einen Konus innen drin. Und wenn man das dann draufschraubt, quetschen sich quasi die Spannbacken zusammen und pressen auf die Dichtung drauf. Und schon ist das Zeug dicht. Simpel, aber effektiv. Und zufälligerweise passt das nahezu, vielleicht mit viel guten Zureden, nicht da rein. War klar. Dann greifen wir eben zu etwas brachialeren Methoden. Das sollte schon ausgereicht haben. Ja, das war's schon. Wundervoll. Das ging einfacher als erwartet. Drücke ich das gerade noch mal ein bisschen platt von innen, weil das natürlich jetzt etwas aufgepilzt ist. Sieht man hier ganz gut dort. Aber das drückt sich jetzt beim Anschrauben auch wieder runter. Ja. Jetzt haben wir es. Dort fügen wir jetzt dieses Kabel durch. Hier kommt die Dichtung direkt mit raus. Die lassen wir aber natürlich da, wo sie ist. Brauchen wir schließlich noch. Dafür können wir einfach einmal kurz die Kappe so ein bisschen da drauflegen. So, und dann möchte ich noch ganz gerne die Geschichte hier außenrum einmal dort auch noch mit ein wenig Heißleim fixieren, damit das Ganze da auch möglichst quasi wasserdicht, auch dass hier diese Kammer nicht mit Wasser vollläuft, weil das wird ja in den Fahrtwind gehangen, ja, der Fahrtwind strömt hier rein und bläst natürlich auch Regen hier rein. Nach unten kann es nicht raus, logischerweise, da ist ja die Tülle. Es kann höchstens nach vorne rauslaufen, aus dem Trichter heraus. Aber wenn es sich hier sammelt, am Magneten, das wäre nicht so schön. Und das möchte ich möglichst vermeiden. Und daher kleistern wir hier nochmal ein wenig von diesem schönen Klebstoff auf. Das Ganze da zügig rein. Das mache ich jetzt gerade mal off-cam. Da habe ich nämlich jetzt nicht so die Zeit zu, das alles ordentlich da rein zu machen. So, das Ding ist drin. Man sieht, ich bin einmal leicht hier gegen den Rand gekommen, leider. Aber gut, das kann man jetzt abknibbeln. Ich werde das jetzt hier unter der Kamera natürlich nicht machen, das ist, glaube ich, jetzt nicht so super spannend. Aber jetzt müssen nur noch diese Spannpratzen wieder rein. Und schon dürfte die ganze Geschichte eigentlich fertig sein. Gucken wir mal. Auch das fummel ich jetzt mal nicht unter der Kamera rein, weil das dürfte wieder ein quasi ein Ding der Unmöglichkeit sein, das anständig da auf Cam zu kriegen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dafür. So, das Ganze habe ich jetzt wieder zusammengebaut. Und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Wir haben eine wasserdichte Verschraubung dran, das Innere ist abgedichtet. Wir haben uns angeschaut, wie das Teil aufgebaut ist.
Ja, jetzt werde ich noch hier diese Reste entfernen, die da beim Einkleben versehentlich dran gekommen sind. Und dann kann das Ding im Sommer aufs Auto. Ich bin begeistert.